freue mich ganz besonders, dass unter besonderen Umständen diese Weintrophäe jetzt doch stattfindet. Wir sind die einzige Weinverkostung, die notariell überwacht wird. Zum Finale darf ich eine Winzerin begrüßen, Tramina. Und wir sind sehr, sehr stolz, dass der Tramina natürlich wieder nach Klöch gegangen ist. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Tramina und der gelbe Tramina? Gelbe Tramina ist eine eigene Sorte. Ist, wie soll ich sagen, sehr bouquetreich, also viel intensiver wie zum Beispiel ein roter Tramina oder Gewürztraminer. Wie man sieht, gelber Tramina gewinnt eben durch das tolle Bouquet. Es ist wirklich jahrelange Aufbauarbeit und es ist aber auch, wie der Herr Luttenberger gesagt hat, es ist ein Vulkanstein, also die rote Erde und so wie bei uns, wie soll ich sagen, es ist eine super Südlage mit Bewässerung, mit Hagelnetz. Rotwein gibt es Zweigelt und auch eine Biwi-Sorte an Rössler. Dann Weißwein eben Tramina, das ist halt mein Favorit. Ich sage immer, ich bin ein wahres Klöcherkind. Dann gibt es einen Rivana, Semmling, typischer Welschriesling und natürlich auch einen gelben Muscatella.